Hallo. Ja, goodbye Egypt. Bin jetzt hier noch kurz auf dem Weg, ein paar kleine Besorgungen zu machen. Sachen sind gepackt und dann geht's in die Kälte sozusagen. Also opposite, Gegenteil. Ich liebe das. Es ist so schön auch. Schau mal hier. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, immer ein Stückchen mehr. Liebe ich es, mich hier auszukennen, liebe ich es, mich hier zu Hause zu fühlen. Und ich freue mich unglaublich auf die geilen Projekte, die jetzt hier kommen. Vor allem auch auf diesen wunderbaren Milux Retreat, den ich hier zusammen mit einem super coolen Ägypter, Bootseigner, Reeder organisieren darf. Ja, kurzes Video zum Thema: Eine große Frau ist eine Frau mit einer großen Vorstellung. Und wie ihr alle ja schon ganz oft von mir gehört habt und von Neville Goddard gehört habt, your imagination is God. Also, und was hat Gott, was hat die göttliche Idee, was hat das Göttliche für eine Vorstellungskraft? Das ist diese große Frage, die wir uns beantworten dürfen. Weil wenn es tatsächlich nur um eine Vorstellung geht, wie klein ist die denn wirklich? Wie klein denke ich? Also das heißt, in wie einem kleinen Raum denke ich, wie viel wenige Möglichkeiten bedenke ich? Das ist mal anzuschauen. Und wie viel größer dürfte ich denken? Ich darf mir erlauben, so groß zu denken. Und das kann ich mir eben nur erlauben, wenn ich alle Bedingungen zur Seite schiebe. Wenn ich keine Bedingung mehr habe. Es kann nur sein, wenn. Es darf nur sein, wenn. Es geht nur, wenn ich den Weg sehe. All diese Bedingungen, wenn ich die zur Seite schiebe und dann anfange, richtig groß zu denken, und zwar aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus, aus der Begeisterung heraus. Was begeistert mich noch? Was will ich hier erschaffen? Was will ich hier als Gott, als Göttin auf der Welt manifestieren, materialisieren? Das ist die große, große Frage. Und wenn wir uns eben nur so wenig trauen vorzustellen, weil wir uns eben so klein fühlen in unserem menschlichen Dasein und in unserer menschlichen Welt, dann ist der einzige Ausweg, dass wir da rausspringen, wirklich mit einem riesengroßen Sprung. Und wie ihr merkt da draußen, es wird enger und enger. Und es wird so lang enger, bis du rausspringst, bis du rausspringst, bis du weißt, dass dich von außen kein Umstand, keine Situation einschränken kann. Außer du selber. Nur du selber kannst es machen. Und das immer, dieses Wissen immer tiefer und tiefer sickern zu lassen, das bringt dich zu dem Punkt, wo du frei bist. Richtig frei von Bedingungen, von Einschränkungen, von Vorstellungen, die nicht schön sind, die dir nicht zuträglich sind, die sich nicht gut anfühlen. Das ist der Punkt. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, da rauszuspringen. Aber es ist eine Entscheidung und die ist einfach. Das Schwere ist, diese Entscheidung nachher durchzuziehen, dabei zu bleiben, die richtigen Fragen zu stellen, damit die richtigen Antworten kommen. Und die Antwort, die richtige Antwort, ist die, die dir den Weg zeigt. Das ist die richtige Antwort, die Antwort, die sich gut anfühlt und nicht die Antwort, die du verstehen kannst, nicht die Antwort, die du schon kennst. Weil wenn es die Antwort wäre, die du schon kennst, dann hättest du ja schon den Weg. Also ist ja eigentlich logisch. Also wenn die Antworten auf die richtige Frage, wo geht's hin, wo ist es frei, wo ist es schön, wer bin ich denn in diesem Ganzen? Dann kommt die richtige Antwort. Und das ist geil.
so zu leben. Und es ist super safe, es ist super sicher. Es passiert dir nichts, weil du erhaben bist. Du hast dich erhoben über den Bullshit, über Bullshit-Stories. Du stehst drüber. Und genau so habe ich das immer schon gemacht. Und ich fand mich immer so falsch. Ich fand mich immer so daneben. Ich fand mich so immer nicht passend. Ich fand mich immer so nicht dazugehörig. Aber genau das war das Problem, dass ich versucht habe, passend zu sein und dazuzugehören und gleichzeitig versucht habe, anders zu sein und anders zu leben. Und das geht nicht gleichzeitig. Aber seitdem ich weiß, dass ich neue Welten eröffne, neue Welten. Ich eröffne durch mein Sein neue Welten. Du eröffnest durch dein Sein neue Welten. Und neue Welten sind neu. Da gehört man nirgendwo dazu. Da erschafft man eine neue Welt. Und das ist so ein großer Unterschied der Lebenseinstellung. Das ist so ein großer Unterschied der Überzeugung. Einfach zu wissen, ja, es geht nicht darum, mich anzupassen. Es geht nicht darum, mich dazuzuhören. Ich brauche nicht in ein System, weil ich erschaffe ein System. Ich erschaffe ein Wertesystem, mein Wertesystem, mein Regelsystem. Ich erschaffe alles. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Aber es geht darum, einfach diese alten Paradigmen loszulassen. Dieses alte Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, passend zu sein, im Außen Anerkennung zu suchen. Sich darüber zu erheben. Ja, deswegen das Wort erhaben. Über alle Probleme, Einschränkungen erhaben zu sein. Weil das ist es. Das ist, was wir sind. Wir sind erhaben. Weil ich bin ja der Schöpfer. Ich kann mich ja erheben über den Bullshit, den ich kreiert habe und einfach was Neues machen. Das kann ich doch tun. Die Sache ist nur, ich muss so denken lernen. Ich muss so fühlen lernen. Ich muss so handeln lernen. Und das ist einfach dieser Weg, der gegangen werden muss. Ob der schwer ist, ob der lang ist, ob der kurz ist, ob der einfach ist. Das ist doch völlig wurscht. Der Weg muss gegangen werden. Punkt. Weil das sind die Gesetze unseres Universums, das sind die Gesetze wie Schöpfung, die Gesetze der Schöpfung. Und wir sind Schöpfer, also ist es an der Zeit, dass wir die Gesetze der Schöpfung nutzen, um eben diese geilen Sachen zu erschaffen. Bis jetzt mit diesem alten Menschlein-Denken hat die Welt, hat die Menschheit Scheiße erschaffen. Aber wenn wir es eh alle erschaffen, dann sind wir jetzt dran. Die es anders haben wollen, die es aus dem Herzen haben wollen und die es eben bedingungslos haben wollen. Nicht um zu mächtig zu sein, um irgendwas zu demonstrieren, um endlich gut genug zu sein, um endlich anerkannt zu sein. Nein, damit es geil ist, damit es schön ist, damit es Spaß macht, damit es Freude macht, damit die Liebe fließt, damit die Liebe ist nur die höchste Energie der Begeisterung. Das hat nichts mit, oh, 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 du bist so toll, oh, 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 ich finde alles super, was du machst. Diese richtige Liebe zu finden, dieses richtige Gefühl der Begeisterung, ich finde das Wort Begeisterung viel, viel besser als Liebe. Bedingungslose Begeisterung, aus dem sind wir gemacht. Gott ist bedingungslose Begeisterung. Wir sind das Ebenbild Gottes. Wir sind bedingungslose Begeisterung. Und jetzt wird es Zeit, dass wir das lernen zu leben. Das Lernen hier auf die Erde zu bringen. Über den Teppich, den Erdenteppich zu laufen, als wäre es der rote Teppich, der für uns ausgelegt ist. Dafür sind wir hier. Wir sind hier, das zu lernen. Es gibt keinen anderen Sinn des Lebens. Wie du den Sinn, diesen Sinn des Lebens für dich individuell ausgestaltest, wie du das im Einzelnen, im Detail machst, ob du dich für Blumen begeisterst, hier Blumen, ob du dich für tolle Yachten begeisterst oder alte Autos. Who cares? Deine Begeisterung zählt. Das ist alles, was zählt. Und let's go, sag ich nur. Let's go. Es ist alles da. Wir brauchen auf nichts warten. Wir müssen nur loslegen. Schön, dass ihr da wart. Und bis ganz, ganz bald. Mit Schnee wahrscheinlich im Hintergrund. Tschüss.